Einen recht schönen guten Tag, ihr sexy Leute da draußen. Freunde, wir müssen mal reden, und zwar über einen Film, der jetzt ganz frisch bei uns in den Kinos anläuft. Transcendence mit Johnny Depp. Ihr werdet es wahrscheinlich sehen, es wird euch nicht entgangen sein. Ich sitze hier allein auf dem Sofa. Normalerweise habe ich ja die bezaubernde Kim neben mir und wir führen eine Art Dialog, wenn es um neue Filme geht, und besprechen die gemeinsam. Diesmal allerdings war es so, dass Kim ja leider keine Zeit hatte, als die Pressevorführung von Transcendence lief. Ich habe mir den Film also alleine angeguckt. Und aus Gründen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt quasi außer der Reihe und etwas ungewöhnlich ein kleines Solo-Review dazu zu machen. Was mich letztendlich dazu bewogen hat, alleine mich vor die Kamera zu setzen und euch zu sagen, was ich von Transcendence halte, ist die Rotten Tomatoes Wertung. Ich habe natürlich im Vorfeld mal interessehalber geguckt, wie denn der Film in den USA bei den Leuten, die ihn schon gesehen haben, angekommen ist, und habe gesehen, dass er gerade bei unfassbaren 19% steht. Wird also allenthalb zerrissen, ist eine absolute Megagurke, steht im Rotten Tomatoes Ranking sogar unter Sondermüll wie Sucker Punch, der, ich glaube, 23% hatte. Und wer wie ich Sucker Punch als absolute Frechheit empfunden hat, der malt sich jetzt gerade aus, wie beschissen schlecht Transcendence ja dann sein muss. So, also, gehen wir mal in Medias Res. Ich habe ihn gesehen, ich wusste vor diesen 19%, ich kam raus und ich dachte, kann ich nicht nachvollziehen. Transcendence, um mal das Fazit vorwegzunehmen, ist kein sonderlich guter Film. Er ist definitiv nicht mal annähernd ein großartiger Film, aber er ist auch nicht annähernd so schlecht, wie er gerade überall gemacht wird. Also ich kann nicht ganz verstehen, warum so viel Seelen- und liebloser Schrott mit gnädigen Wertungen so durchgewunken wird. Und so ein Film wie Transcendence, der auf jeden Fall seine Fehler hat, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, warum gerade der so dermaßen mit Hass fast schon übergossen wird und wirklich von allen Seiten zerfetzt wird, kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand den besser als erwartet und auch besser, als er jetzt so gemacht wurde. Das, wenn ihr das nächste Mal wieder denken solltet, hier Sexy Cripples, gerade Wolf, die finden ja eh nur alles scheiße. Egal, was sie sich im Kino angucken, sie meckern ja über alles. Hier, bitte merkt euch dieses Video. Ich sitze hier und sage, Transcendence ist besser, als er überall gemacht wird. So, ist ja irgendwie auch mal schön, aber ich bin ja offenbar wieder in der Minderheit. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, Transcendence ist das große Kinodebüt von Wally Pfister. Der war bis vor kurzem Chefkameramann von Christopher Nolan, hat die Kamera gemacht bei Inception und bei der Batman-Trilogie. Und jetzt hat er seinen eigenen Spielfilm in die Kinos gebracht. In Transcendence geht es um eine, ja, ich möchte fast sagen, klassische Science-Fiction-Geschichte, in der wieder mal der uralte Konflikt zwischen Mensch und Maschine oder zumindest Mensch und Technik im Vordergrund steht. Johnny Depp spielt einen genialen Wissenschaftler namens Dr. Caster, der kurz davor ist, eine revolutionäre Super-KI zu bauen, die intelligenter wird als alle Menschen zusammengenommen, die auf der Erde existieren. Also quasi ein hochintelligentes künstliches Computerwesen. Weil aber in solchen Filmen es immer Leute gibt, die das sehr, sehr argwöhnisch betrachten, haben wir auch in Transcendence genau diese Gruppierung, eine terroristische Untergrundvereinigung, die sich Rift nennt und Anschläge auf Computerfirmen durchführt, unter anderem eben auch auf Johnny Depp als Dr. Caster. Er wird von einer radioaktiv verseuchten Pistolenkugel getroffen und hat nicht mehr lange zu leben. Ein kleiner Lichtblick in seinen letzten Wochen und Monaten ist aber seine Frau, gespielt von Rebecca Hall. Die kommt nämlich auf die Idee, die letzte Erfindung von Dr. Caster zu nutzen. Er hat nämlich an einem Verfahren gearbeitet, das es ermöglicht, ja, den Geist eines Lebewesens in ein Computersystem zu transferieren. Und genau das tun die, das Ehepaar Caster tut das eben auch, bevor Johnny Depp stirbt. Er lebt also virtuell, sein Geist, seine Intelligenz lebt eben virtuell in einem Computersystem weiter. Und da entspinnt sich auch schon der große Konflikt des Films. Die zentralen Fragen sind nämlich, ist das noch Dr. Caster? Ist das nur ein holographisches Abbild von Dr. Caster, was mit seiner Stimme spricht, aber doch nur ein komplett künstliches Wesen ist? Ist es eine
eine Mischform liegt es irgendwo in der Mitte. Das sind so die, ja, ich möchte fast sagen, philosophischen Fragen, die der Film auftut. Und natürlich, weil wir auch ein bisschen Action und Rambazamba brauchen und ein bisschen Drama, Baby, kommt auch das FBI sehr schnell hinter diese Machenschaften, heftet sich an die Fersen des jetzt virtuellen Dr. Casters, der zusammen mit seiner Frau einen geheimen Stützpunkt in der Wüste aufbaut und da rasend schnell beginnt, ja, künstliche Intelligenzen zu erschaffen. Ja, das ist quasi so der große zentrale Hauptkonflikt des Films. Was macht der Film falsch? Leider einiges, wirklich leider einiges. In den ersten zwei Dritteln nimmt sich der Film fast überraschend viel Zeit, gerade so die Beziehung von Johnny Depp und Rebecca Hall in den Vordergrund zu stellen. Also der Film braucht so seine 40, 45 Minuten, bis er so richtig in Fahrt kommt. Also die Beziehung der beiden untereinander und dass vor allem sie ihn wirklich liebt und deswegen bereit ist, dieses Experiment mitzumachen, mit einem virtuellen Ehemann weiterzuleben, war, glaube ich, dem Schreiber relativ wichtig und deswegen wird dem auch eine ziemlich lange Laufzeit eingeräumt, was im Prinzip gar nicht so verkehrt wäre, wenn der Film im letzten Drittel nicht versuchen würde, alles holterdiepolter und sehr abrupt und sehr, ja, sehr grob zu erzählen. Am Ende, das ist nämlich der zweite große Fehler, am Ende werden diese, ja, durchaus interessanten philosophischen Fragen, die aufgeworfen wurden, werden zugunsten von handelsüblichen Schießereien, Actionsequenzen und CGI-Explosionen werden in den Hintergrund gerückt. Das heißt, alles, was einen vielleicht bis dahin an der Story durchaus fesseln konnte, geht dann so ein bisschen in so typischem Krach-Bumm unter. Und ich habe da die Vermutung, dass da wieder mal die Studio-Bosse und Produzenten ihre Finger im Spiel hatten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die ersten Drehbuchentwürfe zu Transcendence einen relativ ruhigen und fast actionarmen Film vorgelegt haben. Aber irgendjemand meinte, nee, dann geht keiner rein. Leute, da muss die Kasse klingeln und das kriegen wir am besten hin, wenn am Ende alles in die Luft fliegt und krass geballert wird und 100 Leute erschossen werden. Also lass uns das doch machen, das wird bestimmt ein viel besserer Film. Das war definitiv eine Fehleinschätzung, das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Generell ist das große Problem von Transcendence, dass er, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Also für einen Actionfilm, und als solcher wird er ja beworben, hat er definitiv zu wenig Action, ist er zu langsam, zu bedächtig, da passiert zu wenig, um als krachiger Actionknaller durchzugehen. Und als tiefgehender philosophischer Film für die Kino-Intelligenzia ist er dann wieder zu plump, zu oberflächlich und gerade am Ende setzt er dann zu sehr ein bisschen auf diese Action-Karte. Also er sitzt irgendwie zwischen den Stühlen und ich glaube deswegen gibt's keinen, der den Film so richtig gut findet. Also das ist, glaube ich, wirklich ein ganz großes Problem. Weiterhin ist mir negativ aufgefallen, dass Johnny Depp sehr zurückgenommen in dem Film spielt. Er ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig oft zu sehen. Wenn er zu sehen ist, dann wirklich mehr so als Computerhologramm. Und das heißt, man sieht irgendwie immer nur so sein Gesicht in Großaufnahme. Und wenn man es böse ausdrücken möchte, könnte man sagen, er spielt fast ein bisschen lethargisch. Also ich habe gelesen, dass er 20 Millionen Dollar dafür bekommen hat und an den am Einspielergebnis beteiligt ist. Und da muss ich sagen, das ist wieder so eine gewisse, fast Perversion, denn das, was er da abliefert, ist definitiv keine 20 Millionen Dollar wert. Also das wirkte fast so, als wäre 3-4 Tage am Set erschienen, hätte seine Szenen abgedreht und ist dann wieder nach Hause gefahren, weil die ganzen restlichen Szenen, und das sind ungefähr 3/4 des Films, ohnehin ohne ihn stattfinden. Also möglicherweise hätte der Film davon profitiert, wenn nicht so große Stars mitgespielt haben. Das habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt. Außer Johnny Depp und Rebecca Hall haben wir Paul Bettany, der ein Freund und engen Vertrauten des Ehepaars Caster spielt. Den sieht man ja auch ganz gerne. Wir haben Cillian Murphy als FBI-Agenten. Und
Schon wieder Morgan Freeman, wieder mal als gutmütiger Brummelbär mit Autorität und immer einem leicht besorgten Gesichtsausdruck. Also auch Morgan Freeman spult da so ein bisschen seine Standard 0815-Nummer runter. Die kann keinen mehr so richtig vom Hocker hauen. Und generell, ja, glaube ich wirklich, wenn man den Film ein bisschen kleiner aufgezogen hätte mit unbekannteren Leuten, ich glaube, dann hätten mehr Zuschauer vielleicht auch eine etwas positivere Grundeinstellung gegenüber einem etwas kleineren Projekt. Aber jetzt vielleicht zur wichtigsten Frage, warum finde ich den Film trotzdem nicht so schlecht, wie alle ihn tun? Das liegt daran, dass ich es durchaus mochte, dass der Film ja in der Tat so ein paar Fragen aufwirft und uns keine eindeutigen Antworten gibt. Also zum Beispiel die Figur des Dr. Caster, der sowohl, als er noch quasi ein echter, vollwertiger Mensch ist vor seinem Tod, als auch dann später als virtuelle Supercomputerintelligenz, im Kern wirklich nur Gutes will. Also ich habe ein bisschen befürchtet, dass Johnny Depp, nachdem er quasi dann zur KI wird, so ein bisschen so der Rasenmähermann des Jahres 2014 wird. Also so ein omnipotentes und machtgeiles und psychopathisches Computer-Superwesen, was die ganze Welt beherrschen will, weil es es kann. Diese typische Superhelden-Motivation. Und also ich fand es wirklich sehr angenehm, dass die Figur des Dr. Caster quasi bis zum Filmende in der Tat eigentlich Gutes tun will und seine Superintelligenz, seine Kraft, also er kann quasi Leute heilen, er kann sie teils einem Netzwerk machen, er kann Leuten, die todkrank sind, ein verlängertes Leben schenken, er macht sie stärker, er macht sie wieder gesund, auf Kosten eines Teils der Menschlichkeit dieser Leute. Und also ich finde, dass sich da in der Tat ein paar interessante Gedanken verbergen, wenn jemand todkrank ist und seine einzige Chance ist, ja, Teil eines Netzwerkes zu werden und damit ein Stück weit seine Individualität aufzugeben, aber trotzdem weiterhin mit dem Leben beschenkt zu werden, dann glaube ich, dass möglicherweise sich durchaus da ein paar interessante Diskussionen ergeben würden, wie jeder einzelne von uns auf so ein Angebot eingehen würde und ob er es annehmen würde. Und genau solche Fragen stellt der Film. Und das fand ich in der Tat ganz, ganz spannend und ganz schön. Also das ist jetzt kein Spoiler, aber ich möchte wirklich nochmal darauf hinweisen, weil ich das sehr erfrischend und fast überraschend fand. Johnny Depp ist nicht der große KI-Bösewicht des Films. Er wird dazu gemacht von den Gegnern der Super-KI, von den Gegnern der, ja, der Übercomputrifizierung der Welt. Aber es liegt in der Tat im Auge des Betrachters. Also die zentrale Frage ist, darf man alles können? So mal ganz blöd ausgedrückt. Die Möglichkeiten, die einem neue Technik gibt, neue Technologie in die Hand gibt, darf man sie nutzen? Wo liegen die Grenzen? Wo liegen die Grenzen der Selbstverantwortung? Und ab wann ist eine gewisse Macht zu haben, moralisch und ethisch einfach nicht mehr vertretbar? Das sind jetzt auch nicht die allerneuesten Fragen. Da gibt's, glaube ich, massenweise Filme, Bücher und sonstige Medien, die sich mit dieser Frage schon auseinandergesetzt haben. Aber das nochmal in so einem Zusammenhang zu sehen, fand ich eigentlich ganz überraschend und ganz nett. Und wenn man genau hinguckt, sind die vermeintlichen Guten, die sich für die Freiheit des Menschen einsetzen, die sich eindeutig gegen so eine Computerintelligenz aussprechen, sind zumindest in meinen Augen in diesem Film, sind da eher die Bösen, weil die diejenigen sind, die irgendwann zu den Waffen greifen. Sie sind diejenigen, die Anschläge verüben. Sie sind diejenigen, die ja wortwörtlich das Feuer quasi eröffnen. Ja, also das fand ich schön und das hätte man möglicherweise noch ein bisschen besser rausarbeiten können. Also ihr merkt schon, es ist schwierig, ohne jetzt auf spezielle Plotpoints einzugehen, über so genaue Details zu sprechen. Ich kann wirklich nur sagen, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, ich fand Transcendence keinen sonderlich guten Film und da gibt's wirklich eine Menge anderer Sachen, die man sich eher angucken sollte. Das ist wirklich so ein klassischer Film. Also, ja, wenn der mal irgendwie bei Netflix läuft oder wer noch Videotheken nutzt, wenn er den mal in die Hand kriegt und gar nicht weiß, was er mit seinem Abend anfangen soll,
da kann man auch zu schlechteren Filmen greifen. Das ist ein Film, der hat eine Menge Potenzial gehabt. Er hat es nicht genutzt, auch intellektuell kann er quasi seinem eigenen Thema nicht immer komplett gerecht werden. Und das ist in der Tat sehr schade. Aber, und ich denke, das ist mein Fazit dazu, die übermäßig kritischen Stimmen, die kann ich da wirklich nicht nachvollziehen. Echt. Also, ich habe das wirklich selten, dass die ganze Welt auf den Film eindrischt und ich stehe so ein bisschen am Rand und frag mich, wo es genau das große Problem ist. Aber in dem Fall ist es so. Und ich fand's, diesmal war es mir irgendwie eine Herzensangelegenheit, das jetzt mal hier zu sagen und dieses Forum zu nutzen, weil ich das in dem Fall einfach so ein bisschen ungerechtfertigt und nicht ganz nachvollziehbar finde. Und ich möchte hier eine ganz, ganz, wirklich ganz, ganz kleine Lanze für Transcendence brechen. Und ja, deswegen habe ich mich entschlossen, mal ganz alleine ein paar Worte zu diesem Film abzugeben. Viel geredet, ganz allein, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was ja rausziehen können aus meiner etwas unstrukturierten Faselei. Das war also meine Minderheitenmeinung zu Transcendence und ich sage es bitte noch einmal, Leute, ich kriege schon ganz trockenen Hals hier. Merkt es euch, ich werde jedem diesen Link nochmal um die Ohren knallen, der mir beim nächsten Mal wieder vorwirft, dass ich immer alles scheiße finde. Vielleicht habe ich auch deswegen so ein bisschen dieses Video gemacht, um dieses etwas abgegriffene Klischee mal ein wenig abzuschwächen. Es ist gar nicht immer so. Und in diesem Fall ist es eben auch nicht so. Was haltet ihr von Transcendence? Ihr werdet ihn vermutlich nicht gesehen haben, aber lasst ihr euch komplett abschrecken von den negativen Pressestimmen, die ihr schon bekommen habt. Oder denkt ihr, na, möglicherweise ist er doch nicht so uninteressant, wie ich dachte. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung, wie immer hier bei YouTube oder bei Sexy Cripples diskutiert, wo ihr möchtet. Hauptsache, ihr diskutiert drüber. Das waren meine zwei Pfennige zu Transcendence. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und beim nächsten Mal kann ich fast ganz sicher versprechen, ist auch Kim wieder mit dabei und dann wird es auch wieder ein richtiges Zwiegespräch geben und kein Monolog wie das jetzt gerade. Bis zum nächsten Mal. Bis denn.